Hallihallo, Arne hier und heute bin ich nicht alleine, sondern habe hier einen Gast bei mir und zwar Thomas Bröcker. Einige von euch kennen ihn vielleicht schon von dem Interview, das er mal mit mir gemacht hat, das ich auf jeden Fall ja bei euch auch mitgeteilt habe. Und Thomas beschäftigt sich mit dem Thema Hochsensibilität. Und die Sache ist die, Thomas ist in dem Thema ein richtiger Durchstarter, weil der ist ja, nur innerhalb von 9 Monaten haben über 3000 Menschen seinen kostenlosen Kurs gemacht. Und er hat mittlerweile schon über 250.000 Aufrufe auf YouTube. Und deswegen musste ich mir Thomas auf jeden Fall mal mit herbestellen. Hallo Thomas. Hallo Arne, schön dich zu sehen. Und ja, wir fangen mal damit an. Wie bist du denn zu dem Thema Hochsensibilität gekommen? Es ist noch gar nicht so lange her. Ich habe ja durch dich überhaupt erst von dem Thema erfahren. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Warum hast du dieses Projekt, in dem du Leuten mit Hochsensibilität hilfst, denn ins Leben gerufen? Genau, also letztendlich war es so. Ist mit deinem Thema verwandt. Und zwar bin ich in einem Burnout, also einer Erschöpfungsdepression, gelandet und war plötzlich nur noch am Heulen und Schlafen und wusste nicht mehr, wie mir geschieht und was da los ist. Und als ich dann angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen, was dann auch der Weg daraus war wieder, kam intuitiv plötzlich der Begriff Hochsensibilität auf. Dann habe ich das gegoogelt, habe ein Buch gelesen. Mich hat es ziemlich umgehauen, weil es einfach war, als ob dann eine, ja, oder ich habe einfach gespürt, dass es ganz, ganz tief was in mir beschreibt, was mir nicht bewusst war vorher, aber was einfach ich bin. Und all diese Gemeinsamkeiten, die Hochsensible haben. Das ist oft so ein Effekt, der auftritt, dass wenn jemand, der hochsensibel ist, das liest und das ins Bewusstsein kommt, dass es wirklich wie Schuppen von den Augen fällt oder eben dieser Lawineneffekt, dass es dann einmal quer durchs ganze Leben fegt. Und ja, das ist einfach ein sehr intensiver Prozess der Selbsterkenntnis ist. Und so war es dann auch bei mir. Also erst habe ich mich selbst damit beschäftigt und da ist durch meinen Burnout ich gemerkt habe, ich kann nur ich sein. Also ich habe davor sehr stark gegen mich gekämpft und gegen auch meine hochsensible Wahrnehmung. Hab dann, ja, und war dann mit mir selbst konfrontiert und habe gemerkt, ich kann nicht weitermachen wie bisher. Alle meine Lebensbereiche waren auf Null gesetzt, also auch raus aus meinem Freundeskreis, raus aus Berlin war ich erstmal, saß nur in der Natur, ja, in der Nähe vom Haus meiner Eltern und war mit mir allein und musste mich damit erstmal beschäftigen. Ja, und dann kam so der Impuls, damit auch rauszugehen und das, was ich für mich erfahren habe, einfach zu teilen mit anderen. Und dann fing es an, der erste Vortrag mit 3 Menschen und 10 Monate später, also einmal pro Monat waren es dann schon 75 und der Raum ist fast explodiert. Und ja, also deswegen merke ich, es steigt gerade das Bewusstsein für dieses Thema. Und auch wenn man sich die Google-Suchanfragen anschaut, es geht exponentiell nach oben, was ich schön finde. Also das einfach, ja, weil es einfach Menschen, die hochsensibel sind und das noch nicht wussten, die früher vielleicht abgestempelt wurden als, ach, hab dich doch nicht so und sei doch nicht immer so sensibel und ach, jetzt ist das wieder alles zu viel und dir muss man ja, du brauchst ja immer irgendwas Besonderes und besondere Behandlung und man darf dich nicht zu fest anfassen, sonst heulst du ja gleich oder sonst was. All diese Themen, wo einfach Unverständnis kommt, oft von nicht so sensiblen Menschen, weil die es einfach nicht wahrnehmen. Also es ist ja nicht, dass sie böse sind, das, ja, das ändert sich vielleicht gerade. Ja, das stimmt, das Thema ist wirklich wesentlich präsenter jetzt. Also nachdem wir uns das erste Mal darüber unterhalten hatten, habe ich gemerkt, da haben sich ein paar Leute mit dem Thema, konnten dazu was sagen. Ja? Und jetzt in den letzten, also in den letzten Wochen habe ich mich nochmal damit beschäftigt, habe mal auch das Internet mit abgesucht, bin da sehr oft auf deine Seite mitgestoßen. Wie schön. Ja? Und das ist wirklich ein großes Bewusstsein dafür, anscheinend ja nicht umsonst. Also wenn du auch sagst, dass es dir so geholfen hat, also im Grunde genommen hast du das Projekt ja gemacht, weil es dir unglaublich geholfen hat, dieses Thema Hochsensibilität als solches zu erkennen, oder? Genau, exakt. Und also ähnlich wie bei dir. Also ich hatte irgendwie ein Herzensthema gefunden, wo ich, und das finde ich halt so wichtig, gerade wenn ich mir Informationen irgendwo hole, wo ich selber nicht bewandert bin. Ich such mir nicht einen Supersportler, der von Anfang an top war, sondern ich suche mir jemanden, der echt große Probleme hatte, der die gleichen Probleme hatte wie ich und es geschafft hat, da wieder rauszukommen.
weil da weiß ich, der versteht mich und allein seinen Weg zu sehen ist oft inspirierend. Und für mich war es einfach auch die Sache, dass ich weiß, dass wenn ich, dass ich was ganz, ganz anders lerne, wenn ich es weitergebe, weil da muss ich es wirklich verstanden haben, sonst bin ich nicht in der Lage dazu. Und aber das war gar nicht meine Motivation, sondern es kam einfach aus dem Herzen. Ich habe angefangen, ich hatte keine Ahnung, wo es hingehen würde. Klingt bekannt, ja. Ja. Und also ich kam auch oder komme regelmäßig an den Punkt, dass ich denke, gibt es überhaupt Hochsensibilität? Also was ist das nicht nur einfach ein Konzept? Was steht hinter diesem Begriff? Und dann lasse ich es immer wieder komplett los und denke mir, ach, das ist einfach Blödsinn. Aber dann kommt es irgendwie doch wieder und ich verstehe es nochmal auf einer tieferen Ebene. Und ja, also das ist mir auch wichtig, dass ich da kein Dogma draus mache oder irgendwas, sondern es ist einfach, es ist halt ein Begriff, darunter findet man bestimmte Eigenschaften. Ja, und ob man es jetzt Hochsensibilität nennt oder sonst was, ist mir eigentlich wurscht. Aber den Begriff gibt es schon und darunter finden ihn Leute. Deswegen verwende ich ihn. Also das ist auch die einzige Sache damit. Ja. Das ist interessant. Denkst du, das kann man vergleichen, so dass der Begriff Hochsensibilität jetzt gerade so ins Bewusstsein der Leute kommt? Denkst du, das kann man vergleichen mit der Zeit, als der Begriff Burnout so stark ins Bewusstsein der Leute trat und in die Medien, dass man das im Groben miteinander vergleichen kann, dass es halt einfach ein Wort ist für einen Zustand, der schon immer da war, aber noch nicht so benannt wurde? Kann ich mir gut vorstellen. Also, dass es einfach ist, dass dann plötzlich kollektiv ein Bewusstsein entsteht dafür. Und ich meine, früher gab es vielleicht, ich weiß nicht, ob es Burnout, vielleicht war es einfach nur Erschöpfung, hat man es genannt, oder? Also, es gab es ja auch schon vorher, weil es einfach menschlich ist. Ja, aber hatte vielleicht einfach einen anderen Namen. Oder ich meine, jetzt, wie heißt es mit den ganzen Alltagshacks, ich habe es vergessen, was früher einfach Haushaltstipp hieß oder so Omas gute Tipps für Haus und Garten oder sonst was, heißt, hatte jetzt einen anderen Namen. Und das sind jetzt Lifehacks. Lifehacks, genau, ja. Das war's. Das war früher, kann man machen. Ich meine, ist halt up to date und erreicht die Leute heute dann und ist ja alles wunderbar. Ja. Soll ich vielleicht noch sagen, was Hochsensibilität ist? Für alle, die... Ja, würde ich jetzt überleiten. Ja, genau. Also es ist auch super einfach. Hochsensibilität kann man sich so vorstellen wie den Samen eines Baumes. Und der Same ist und die Essenz davon, dass es einen bestimmten Anteil der Bevölkerung gibt, die einfach mehr wahrnehmen. Das heißt, es ist nicht die Psyche, hat damit nichts zu tun, sondern es ist die Hardware. Es ist das Gehirn, wie das Gehirn Sinne verarbeitet, Sinnesreize, die von außen kommen. Und kannst dir so vorstellen, als ob ja etwa 20% wird gesagt, mit Hörgeräten rumläuft, obwohl sie gut hören, und noch irgendwie einen Restlichtverstärker auf die Augen gesetzt haben, sodass sie einfach noch mehr wahrnehmen als andere. Das heißt, für 80% der Bevölkerung ist es normal, aber 20% drehen völlig am Rad, weil einfach alles zu laut ist und es ist zu hell, sodass sie einfach gestresst sind dadurch. Und das Gleiche im Bereich Gefühle, im Bereich Gerüche, im Bereich Schmecken, im Bereich Intuition oder auch Empathie. Also es kann, muss aber nicht sich auf verschiedene Bereiche erstrecken. Das heißt, ein Blinder kann genauso hochsensibel sein wie ein Tauber, wie jemand, der normal sieht und hört. Das ist immer individuell ausgeprägt. Und diese einzige Eigenschaft, das ist halt wunderschön, weil es ist einfach nur, man nimmt mehr wahr und verarbeitet die Reize anders. Nur wozu das führt, ist halt sehr, sehr weitläufig. Das heißt, das ist dann der Baum, der aus diesem Samen kommt. Dann fängt es an mit Reizüberflutung. Dass Menschen, wenn sie nicht gelernt haben, sich abzugrenzen, weil insgesamt unsere Gesellschaft ist nicht ausgelegt für Hochsensible oder insgesamt, finde ich, da ist nicht so viel Herz, was ja, glaube ich, auch viel Ursache sein kann für Depressionen, dass man erstens nicht weiß, wer bin ich und darf ich überhaupt ich sein und dann versucht abzuschalten oder sich selbst abzuschalten und einfach zu funktionieren und diese ganzen Geschichten. Das heißt, Reizüberflutung ist ein verbreitetes Problem und wo ich auch merke, mir tut es auch gut, dass ich raus bin aus Berlin und jetzt halt viel am Reisen bin, weil die Stadt hat mich einfach komplett überfordert. Dann eine sehr weite und ausgereifte Fantasie, also das hin zum Erschaffen von gesamten Welten im Verstand. Also ich denke auch, dass viele Autoren hochsensibel sind, also einfach mit einer blühenden Fantasie.
Oder auch die Schwierigkeit, oft Grenzen zu setzen, sich abzugrenzen, Nein zu sagen. Weil es ist dann auch wieder die Frage, wer bin ich und darf ich sein? Also durch diese hohe Sensibilität ist es auch oft so, dass Hochsensible gelernt haben, auf die Umgebung sehr stark zu achten und zu schauen, dass es anderen gut geht und sich dann vielleicht selbst dabei vergessen. Und. Also das sind all die Auswirkungen, die diese hohe Sensibilität zur Folge hat. Aber das ist ganz wichtig, es ist nur, dieser Kern ist ganz klein. Und das, was du gerade beschrieben hast, sind das tatsächlich so die häufigsten Probleme, mit denen die Leute zu dir kommen? Oder sind das andere? Also was sind denn so die wirklich Hauptprobleme, die Hochsensible haben in dem Moment, so wenn sie dich finden, nach deiner Erfahrung? Mhm. Zusammenfassend würde ich es mit sich selbst annehmen und die Sensibilität annehmen und nicht dagegen kämpfen und zu versuchen, so zu funktionieren wie andere und das quasi wegzumachen, um einfach einen normalen Job haben zu können oder um einfach mal auch feiern gehen zu können mit anderen, die sonst sagen so, hä, warum kommst du nicht mit auf die Party oder sonst was? Was ist los mit dir? Warum trinkst du keinen Alkohol? Sondern einfach zu sich zu stehen, darauf zu hören, was tut mir gut, was brauche ich wirklich? Und auch die ganzen Ängste, die damit verknüpft sind. Also dieses alleine dastehen. Es wird was erwartet von mir, was nicht ich bin. Aber das ist ja nur eine Reflexion von dem, was man in sich trägt. Das heißt, falls du das Interview siehst und solche Menschen in deinem Leben hast, sehr stark, dann ist das einfach nur ein Spiegel, was du über dich selbst denkst. Und das merke ich, dass je mehr ich mich selbst annehme, desto mehr kommen einfach ganz andere Menschen in mein Leben, von ganz alleine, die immer herzlicher sind, immer mehr einfach das leben, was sie wirklich wollen. Und immer eher so eine Grundzufriedenheit haben oder so ein Grundglück, würde ich es fast nennen. Es geht nicht unbedingt darum, dass es einem immer gut geht, dass man immer super drauf ist. Aber es ist einfach mehr Gefühl da und Gefühl geht halt in beide Richtungen, also von komplett euphorisch bis einfach Schmerz und Traurigkeit und weinen und sich verlassen fühlen oder nicht geliebt, was auch immer. Das meine ich mit, dass es einem besser geht, also dass mehr Gefühl da ist, mehr Herz, mehr man selbst, mehr Liebe im Leben letztendlich. Ja. Das stimmt. Also vor allem mit dem Schmerz, das ist ja auch ein Hauptthema jetzt bei der Depression ja tatsächlich, wo sich das wieder mit überschneidet. Ja. Dass viele Depressive ja den Drang haben, ihre eigene Depression oder alles das, was sie während der Depression sind, abzuwerten. Ja. Also sie kennen sich stärker, so, vielleicht kennen sie sich auch manchmal nicht stärker, aber sie sehen andere, die stärker sind und wären gern stärker. Sie wären gern resistenter gegen Stress. Ja. Sie würden gern mehr leisten können, aber es geht nicht. Und dann fangen sie an, sich dafür zu verurteilen, sich selbst dafür zu hassen. Mhm. Und das wiederum hält sie ja in der Depression drin. Deswegen ist Annahme ja, genau, mal zugelassen, die Gefühle. Ja. Ein großer Schritt. Und es ist schön, schön zu sehen, dass das für Hochsensibilität im Endeffekt genau dasselbe ist. Ja. Ja, ich glaube auch, was alle Religionen sagen, was alle spirituellen Lehren sagen seit Jahrtausenden, ist nur, erkenn dich selbst und nimm dich selbst an. Also deswegen manchmal denke ich auch so, warum rede ich eigentlich noch drüber? Es wurde doch schon alles gesagt und tausendfach. Mhm. Und gleichzeitig ist es was anderes, das selbst zu durchleben und die Erfahrung zu machen und das weitergeben zu können. Also ja, das ist wie so, in der Mitte ist so ein Ball und alle deuten auf diesen Ball, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Und du eben durch die Brille der Depression, ich durch Hochsensibilität und andere Themen inzwischen auch. Und es hilft Menschen. Und Menschen haben unterschiedliche Zugänge, deswegen, ja, ist alles wunderbar. Ja, stimmt. Es ist im Endeffekt immer wieder dasselbe. Ich bin immer wieder überrascht. Meine Freundin ist ja Deutschlehrerin. Und ich bin manchmal überrascht, wenn sie hier mit den Schülern Gedichte interpretieren muss. Wo sie auch sagt, die Schüler verstehen gar nicht, was das für Gedichte sind. Aber wenn man heute als Erwachsener nochmal sich Goethe durchliest, der Typ hat Gedanken, die, aus denen wir heute ein Geschäft machen. Der hat das auch genauso erkannt, was die spirituellen Gurus sonst wo in Indien wissen und was wir den Leuten heute weitergeben, das sind dieselben Erkenntnisse. Oder wenn ich Seneca lese, oder ja, Marc Aurel, die wussten ganz früher im Römischen Reich, die hatten genau dieselben Probleme wie heute. Ja. Die hatten im Endeffekt dieselben Lösungen und hatten aber dieselben Ausreden, warum es nicht geht.
ja, warum es die Leute nicht schaffen. Das ist echt und anscheinend ein immerwährender Kreislauf. Ja, es ist halt ein Mensch sein. Also dieses Ding hier und das Ding, das hat sich halt über die Jahrtausende nicht so verändert. Auch wenn es bald das iPhone 20 gibt vielleicht. Ja, aber wir als Menschen sind ja einfach nur Menschen, egal in welcher Umgebung uns man aussetzt. Ja. Ja, jetzt würde ich gerne noch auf ein was kommen. Und zwar, jetzt gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, die sich das Video anschauen. Hm. Entweder mit dem Hintergrund, dass sie hochsensibel sind, oder sie haben sich jetzt erkannt. Von dem, was du erzählt hast, haben sie vielleicht auch so diesen Aha-Moment, wow, ich könnte ja wirklich hochsensibel sein. Ja. Und was hättest du jetzt für spezielle Tipps? Du hast einmal gesagt, dass man das annehmen kann. Dass man diese Übersensibilität, dass man die nicht so stark verurteilen soll. Als wahrscheinlich Basis aller Tipps in dem Moment. Ja. Hast du noch ein paar weitere Tipps für Hochsensible, wie sie jetzt mit dem Wissen, dass sie hochsensibel sind, was sie da jetzt anders machen können, damit sie selber glücklicher, zufriedener, nicht so gestresst, nicht so fertig sind? Letztendlich, und das ist der Kern davon und eigentlich der einzige allgemeingültige Tipp, den ich geben kann, ist, folgt deinem eigenen Herzen. Also statt das zu leben, was von außen kommt oder auch wenn Leute irgendwas erzählen, du musst das tun, du sollst das tun und dann geht es dir besser und setz dir einfach Ziele und bla bla bla. Also dieser ganze amerikanische Kram oder egal was. Man kann überall eine Seite finden, die sagt, mach genau das und dann gibt es die, die sagen, mach genau das Gegenteil. Und beiden hat genau das geholfen und beide reden davon euphorisch und sind total begeistert und es ist beides wahr. Und gerade das sehe ich bei Hochsensiblen oft dieses, wem soll ich denn jetzt glauben? Hilft mir das jetzt oder das? Und das ist halt genau die Sache, damit aufzuhören, nach außen zu gehen, sondern einfach zu schauen, okay, was ist denn in mir? Vielleicht finde ich einen dritten Weg, der dann für mich genauso wahr ist. Und der ist es ja nichts gut oder schlecht, sondern es ist einfach die Frage, was hilft mir persönlich? Und das kann nur ich wissen. Und also ich merke, dass es bei mir immer wieder darauf hinausläuft, dass es auch gerade, als ich dann mich im Burnout wiedergefunden habe, dass es so war, dass ich erst versucht habe, was zu tun. Oder auch, es war ganz starke Existenzangst. Deswegen ist mein Hirn hat hochgedreht im Finden von Geschäftsmodellen und wie ich möglichst schnell ein Business aufbauen kann, um nicht verhungern zu müssen. Aber dann habe ich mitbekommen, hey, es kommt gerade aus der Angst. Es ist nur hier. Und das wieder loslassen und sagen, genau das hat mich dahin geführt, wo ich gerade bin. Dann habe ich das losgelassen, dann kamen wieder Gefühle hoch und nachdem ich die Gefühle durchlaufen bin, also meistens war einfach Schmerz da, also habe ich geweint, dann kam Ruhe, irgendwann hat sich mein Körper wieder beruhigt und dann kamen wieder neue Erkenntnisse. Und dann kam einfach immer der nächste kleine Schritt und nicht mehr. Es kam nicht die Lösung für alle meine Probleme, sondern einfach der Impuls, vielleicht sollte ich mal die Person anrufen oder irgendwas zu googeln. Und es war wirklich so, ich hatte ja fast nichts. Ich saß alleine auf der Wiese, ich hatte mein Telefon. Das heißt, alles, was ich machen konnte, war entweder jemanden anrufen oder irgendwas im Internet recherchieren. Und selbst da war es so, also völlig ab von einem, ohne Ressourcen, kann man sagen, dass ich alles hatte, was ich brauche, um da wieder rauszukommen. Das heißt, auch diese Geschichte, die man sich oft gerne erzählt, ja, ich brauche irgendwas, was ich nicht habe, um das zu lösen. Das ist Blödsinn. Man hat sich selbst. Oder ich meine auch, als ich in Indien unterwegs war, ich bin ins letzte Dorf gefahren, also im Nordosten Berlins, das ist kurz vor China, ich war der einzige Weiße, den ich ich habe insgesamt 5 andere Europäer gesehen innerhalb von 4,5 Monaten. Das ist so, wie weit am Arsch der Welt das war. Und das war noch in der Hauptstadt von Assam. Und von da bin ich 300 Kilometer mit einem winzigen Zug oder mit so einem alten Zug, einen neuen Zug, der aber alt aussah, aufs Dorf gefahren und in diesem Zug habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich jetzt noch ein Projekt in Indien habe, der nach 6 Jahren als erfolgreicher Geschäftsmann nach Indien zurückkam und in London die O2 Arena gefüllt hat, zum Beispiel mit Events. Und den habe ich in diesem Zug kennengelernt, weil meine Intuition gesagt hat, du musst unbedingt in diesem Zug sein. Ich bin sogar schwarz gefahren, ich hätte fast einen Riesenhaufen Geld zahlen müssen deswegen. Aber diese Intuition war da. Und ich meine, ich hätte niemals im Leben erwartet, dass Also ich
Das war sowas von Pampa, das geht gar nicht mehr. Also es ist wirklich das Ende der Welt. Und trotzdem habe ich genau da das vorgesetzt bekommen, was für mich gerade der nächste Schritt war. Das heißt auch, egal als Zuschauer, egal in welcher Situation du bist, du hast genau das, kannst du dir sicher sein, auch wenn du es hast und oder auch wenn du es nicht haben willst und gerade dann hast du es. du hast genau das, was einfach für deine Entwicklung gerade gut ist. Und man kann nur da anfangen, wo man gerade steht. Und wenn, ja, und bei mir war es dann eben die Phase, komplett auf mich selbst zurückgeworfen sein. Nichts mehr im Außen, eben auch das Thema Hochsensibilität, ich nehme alles im Außen wahr, sondern es war nur noch ich da. Und das war das Letzte, was ich haben wollte. Und das war das, wo all die krassesten Ängste hochkamen, nämlich ich muss doch wahrnehmen, wie es anderen geht. Ich muss doch wissen, was im Außen passiert. Ich, Hilfe! Und dann war halt nur noch ich da und sonst nichts mehr. Und ja, also es war letztendlich nur das Annehmen davon und mich einfach immer wieder in mein Herz zu entspannen, das zu erlauben, was hochkommt, kein Drama draus zu machen, es auch nicht wegzupushen, sondern halt genau in der Mitte zu ruhen. Okay, es kommen Gefühle, es kommen Gedanken, nicht glauben, einfach fühlen, rein entspannen, durchlassen, so lieb zu mir sein, wie es kann. Mich nicht dafür urteilen, wenn ich es nicht kann, sondern auch wenn da Selbsthass ist oder sonst was, sagen, okay, ich verabscheue mich dafür gerade, aber ich bin einfach so und ich verabscheue mich dafür und es ist einfach so. Also es bringt nichts, mich selbst anzulügen, weil ich bin einfach komplett bescheuert. Ich fühle mich scheiße damit, ich verurteile mich selbst und das ist das Dümmste, was ich machen kann. Ich halte mich für das größte Arschloch dabei und es ist einfach die Wahrheit. und das einfach bewusst zuzulassen und plötzlich hat sich das dann gelöst und dann kam was anderes dafür und ist auch noch heute so, also es hat sich eigentlich nichts geändert, so gesehen, außer es ist wie im Fitnessstudio, das heißt, wenn man trainiert hat, ein paar Mal, dann wird das Gewicht leichter, dann tut man mehr Gewicht drauf. Man lernt besser damit umzugehen und das ist eine Sache, es wird immer leichter so gesehen, weil man weiß, wie man damit umgehen kann und dass es nur vorübergehend ist, den Trainingsreiz, den man sich setzt und dass es nur vorübergehend anstrengend ist und dass man insgesamt einen Zugewinn an Kraft hat und an Leichtigkeit und an Lebensfreude dadurch. Aber das Training ist immer das Gleiche. Es ist ein sehr schönes Bild mit dem Fitnessstudio. Das ist sehr, sehr greifbar. Danke dafür. Also denke ich mir dann auch ab und zu, wenn dann noch mehr Schmerz kommt oder der noch tiefer geht oder noch früher in meiner Kindheit ist, denke ich so, okay, das Leben hat gerade beschlossen, das Gewicht einfach zu erhöhen. Okay, aber es ist nur Schmerz. Und auch wenn ich denke, dieses Mal ist es wirklich zu viel, ich schaffe das nicht. Das gleiche wie im Fitnessstudio. Doch, wenn ich es nicht schaffen würde, dann hätte ich es nicht. Also das ist auch einfach eine Sache, die vielleicht beruhigt, dass meiner Erfahrung nach und das, was einfach viele sagen, ist, du findest dich nur in Situationen wieder, die du handeln kannst. Also das ist irgendwie vom Leben so kreiert, auf magische Art und Weise, dass man genau das kriegt, was man gerade so schaffen kann. Es geht über die eigenen Grenzen, aber egal wie groß es zu sein scheint, es ist machbar, sonst hätte man es nicht. Sehr beruhigend zu wissen. Ja, hätte ich gerne eher gewusst. Ja, wem sagst du das? Das hätte eine Menge Leid erspart, aber im Endeffekt hätte es uns auch nicht dahin gebracht, wo wir heute sind. Ja, ich meine, die Texte von Seneca und Marco Aurel und sonst was, die gab es ja schon die ganze Zeit. Das ist nur die Sache, man findet auch nur den Zugang. Man findet das erst, wenn man bereit dafür ist. Ja. Da gibt es ja auch diesen Satz, der Lehrer kommt von alleine, wenn der Schüler bereit ist. Der Lehrer kann alles sein. Das kann ein Grashüpfer sein oder kein Geld zu haben oder was auch immer. Also so gesehen ist ja alles ein Lehrer oder was, woran man wachsen kann oder sich selbst erkennen. Sehr schön. Ich habe mir auch, müssen wir gleich notieren, was du gesagt hast. Man kann nur da anfangen, wo man gerade steht. Logisch. Nice. Ja. Okay. Ich habe da auch immer das Bild von der Raupe und dem Schmetterling, dass man sich fühlt wie so eine kleine Raupe und man wäre gerne ein Schmetterling. Aber man kann nicht die Raupe wegwerfen, um von irgendwo einen Schmetterling herzuholen, sondern nur die Raupe kann sich zum Schmetterling verwandeln. Und das passiert auch nicht, wenn man die zieht und streckt und der Flügel dran schweißt, sondern indem man ihr Liebe gibt und Aufmerksamkeit und einfach diese Raupe fragt, die will sich ja entwickeln. Die einfach fragt, hey, was brauchst du denn?
Und das ehrlich vom Herzen und nicht sagen, ich weiß besser als diese Raupe selbst, was gut für sie ist, deswegen mache ich jetzt das damit und scheiße, es funktioniert nicht, sondern in dem Moment, wo wirklich Liebe da ist, ein wirkliches Hinhören, hey, was braucht es denn gerade? In dem Moment, zack, kommen die Lösungen so schnell, dass man gar nicht so schnell gucken kann. Auch wenn es vielleicht nicht so angenehm ist. Aber im Nachhinein war es bei mir immer so, dass ich dachte, krass, es war so leicht, hätte ich das gewusst, hätte ich das schon 20 Monate eher gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist halt so der Muskeltrainieren. Das heißt, jedes Mal wird der Widerstand gegen die eigenen Gefühle bei mir, es wird immer weniger und weniger und weniger. Und oft ist es schon so, dass ich denke, okay, bevor ich jetzt 2 Tage mich scheiße fühle und mir selber Leid zufüge, zack, ich springe einfach rein und fühle es einfach kurz. Fertig. Ja. Ah, sehr schön. Okay, und was, um als Hochsensibler aber dieses Vertrauen in das Leben zu bekommen, das hat es ja nicht von heute auf morgen, sondern das war ja auch ein Prozess. Und du hilfst aber anderen Leuten bei diesem Prozess. Was können denn Leute tun, um sich diese Hilfe von dir abzuholen? Entweder mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Den werde ich unten drunter mit verlinken. Ah, das ist schön. Genau, weil gerade merke ich, YouTube ist einfach meine Leidenschaft oder Videos machen und einfach diese direkte Interaktion und so Interviews wie mit dir. Das liebe ich einfach und genau da werde ich wahrscheinlich mal mehr posten jetzt. Und zweitens habe ich auf meiner Webseite auch einen kostenlosen 10-Tage-Kurs mit 5 geführten Meditationen, den ich auch sinnvoll aufgebaut habe. Also er führt einen einfach, das erste ist einfach entspannen. Einfach lernen, das anzunehmen, was gerade da ist und sich einfach mal zu entspannen. Ja. Das ist wie unter der Dusche. Dann kommen die besten Ideen kommen unter der Dusche. Warum? Wenn man da entspannt ist und nichts versucht. Und gibt dann noch auch einen Raum für dich, also einen Raum der Geborgenheit in sich zu erzeugen, das einfach in sich zu spüren, dass man geborgen ist, dann das Leben annehmen, wie es gerade ist, also wo ich so durch alle Lebensbereiche führe in Form von Räumen, dass man die einfach anschaut in tiefer Entspannung und die Meditation darauf ist dann sich das Leben seiner Träume vorstellen, beziehungsweise nicht vorstellen, sondern schauen, was in einem angelegt ist, was dann einfach hochkommen kann. Und dann hat man diesen Kontrast von, jetzt ist es gerade so, so entspricht es vielmehr mir und dann passieren von alleine Dinge. Weil wenn es erstmal ein Bewusstsein ist, ähnlich wie mit, ja, was wir gesagt haben, mit Hochsensibilität als Begriff oder Burnout, wenn es erstmal ein Bewusstsein ist, dann kommt auch Bewegung rein. Oder wenn was unbewusst ist, dann wiederholt es sich und man ist quasi gefangen in dem Spiel. Genau, also das wäre einfach was für einen Einstieg. Und sonst einfach dem Herzen folgen generell. Also vielleicht habe ich auch nichts für dich als Zuschauer, sondern vielleicht zieht sich ganz woanders hin. Also musst du nicht vorbeischauen, sondern wenn Resonanz da ist, dann folgt dem und wenn nicht, dann nicht. Sehr schön. Also wenn die Resonanz da ist, werde ich dich mit den Links hier unter dem Video versorgen, ihn zu seiner Seite bringen, wo du dir diesen kostenlosen Kurs mitholen kannst, seinen YouTube-Channel, wo du dir die Videos mit anschauen kannst. Mhm. Ja, genau. Und wenn nicht, dann wirst du deinen Weg woanders finden. Hör auf dich selbst. Finde ich, hat Thomas hier auch sehr viel Mut gemacht, das tatsächlich zu tun. Ja. Puh, Gott. Oh, ich hab vielleicht, ja. Es geht durch alle Ängste. Ja. Und dann, Thomas, danke für das Interview. Ich denke, das hat den Leuten hier auf jeden Fall eine Menge geholfen. Vielleicht nicht allen, aber ich denke sehr vielen. Ich würde mich sehr freuen. Ja, selbst ich fand es sehr motivierend und ich war eigentlich gerade nicht auf der Suche nach solchen Impulsen. Danke, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Für mich, für uns. Danke dir auch. Und ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Freude und Erfolg jetzt auf deinem Weg und bei deiner Arbeit. Gleichfalls. Und vielleicht sehen wir uns auch bald mal wieder in echt, wenn wir am gleichen Ort sind. Das hoffe ich doch. Wenn du mal wieder da bist, dann sehen wir uns. Schön. Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Unten unter dem Video sind die Links. Mach's gut. Ciao, ciao.